Du hast das erste Mal 2,5 Jahre im Gefängnis gesessen, bist verurteilt worden, nach 2,5 Jahren bist du wieder rausgekommen. Du bist aber, das hast du gerade eben auch schon mal angedeutet, bei deiner Sucht geblieben und hast weitere Verbrechen begangen und bist wieder geschnappt worden. Wie ist es zu der zweiten Verhaftung gekommen? Wie lautete die Anklage und zu was bist du verurteilt worden? Ich habe 2 Jahre und 8 Monate, also fast 3 Jahre gesessen. Und es ist sehr schwer, also nahezu unmöglich, dass dich das Gefängnis wieder resozialisiert. Man wird mit einer neuen Tatsache konfrontiert. Ich hatte nicht die Option, zurückzukehren, beispielsweise in mein Sportlerleben oder als Sportmanagerin. Ich war also im Grunde genommen in eine Ecke gedrängt worden und dachte mir, ich würde den Stolz und auch die Würde vor meinem Sohn verlieren, wenn ich ihm jetzt sagen müsste, Nikola, schau, wir müssen unser Leben ändern. Wir werden jetzt nicht mehr weiterleben können wie zuvor. Ich konnte ihm vieles geben und es wäre für mich schrecklich gewesen. Es wäre ein Zerfall dieses Bildes ihm gegenüber gewesen, wenn ich ihm hätte sagen müssen, hey Nikola, du kannst jetzt keine 5 Paar Schuhe haben, sondern nur 1. Aber habe ich dich richtig verstanden? Die Motivation weiterzumachen war die, dass du für deinen Sohn keine veränderten Lebensverhältnisse haben wolltest? Du warst 2-mal gescheitert. Du warst gescheitert als Kopf der Pink Panther in deiner Perfektion, als Diebin warst du gescheitert, Haftstrafe. Du warst gescheitert als Stolz des serbischen Basketballsports, das konntest du auch nicht mehr machen. Und jetzt ist die Argumentation, dass du sagst, ich wollte meinem Kind keine allzu großen Veränderungen in seinem Lebensstandard zumuten und deswegen bin ich rückfällig geworden. Ich habe weitergemacht aus Widerstand gegenüber der Haft und aufgrund der Ungerechtigkeit, die mir zuteil geworden ist. Ich hätte eine Bewährungsstrafe bekommen müssen, denn ich hatte ja ein seriöses Fundament. Wenn man mir diese Chance gegeben hätte, hätte ich mich wahrscheinlich aus dem Milieu rausziehen können. Nachdem man mir das so grob abgeschnitten hatte, war ich verletzt und es wuchs eine Rebellion in mir. Ich sagte mir, okay, ihr habt mich jetzt in 6 Jahre Haft gesteckt. Nun werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Ich werde euch die Hölle heiß machen. Ich werde 100 Kriminelle runterringen, eine Bande bilden und eine Rebellion schaffen. Das war die Reaktion, die das Gefängnis bei mir verursacht hat. Nach ihrer vorzeitigen Entlassung setzt sie ihre Drohungen in die Tat um und raubt weitere Juweliere aus. Doch der Zusammenhalt in ihrem Team ist brüchig geworden. Sie wird verraten. Im März 2012 verhaftet die griechische Polizei Olivera erneut. Und diesmal will die Justiz ein Exempel statuieren. Die ehemalige Basketballnationalspielerin wird für 200 Überfälle angeklagt. Für Olivera ein Schock. Denn sie weiß, dass sie für eine sehr lange Zeit ohne ihren geliebten Sohn sein wird. Und er ohne sie. In der Haft fängt sie an zu malen. Ob sie schon damals wusste, dass ihre Malerei der Schlüssel in die vorzeitige Freiheit sein würde? Slavika Stanojčić saß zeitgleich im selben Gefängnis. Die beiden sind noch heute gut befreundet. Das mit der Kunst ist alles im Gefängnis entstanden. Sie hat ja später auch den Auftrag bekommen, das halbe Gefängnis zu bemalen. Dort hat sie es entdeckt und sie mag es sehr. Sie war teilweise in einem Stadium, wo sie 5 Stunden nur gemalt hat. 2 Bilder aus der Untersuchungshaft. Man muss kein Kunstkritiker sein, um ihre Botschaft zu verstehen. Olivera will raus, zurück in ihr altes Leben in Belgrad. Als sie gebeten wird, das Büro der Gefängnisdirektorin zu verschönern, wittert sie ihre Chance, denn der Dienstraum liegt genau neben dem Ausgang. Näher wird sie der Freiheit so schnell nicht wiederkommen. Das Gefängnis in Korydallos ist das größte in Griechenland. Seit 30 Jahren ist niemandem mehr eine Flucht gelungen. Doch Olivera Ćirković will es versuchen. Warum sollte ich nicht nach Hause gehen und mit meinem Sohn sein? Ich weiß noch, dass ich ihn anrief und sagte, Nico, ich werde flüchten. Er, der immer so vernünftig ist, erschrak und sagte, nein, Mama, bitte nicht. Sie hat mich sofort angerufen und es mir erzählt. Ich kann aus dem Gefängnis ausbrechen und ich werde es tun. Zuerst war ich echt schockiert. Ich kannte sie ja gut und mir war bewusst, zu was sie in der Lage war. Aber das war einfach absolut verrückt. Aus dem Gefängnis heraus mobilisiert sie Fluchthelfer,
alte Bekannte aus dem Milieu. Wusste ihre Freundin Slavika Stajnojcic damals von dem geplanten Ausbruch? Olivera hat die Flucht geplant und ich wusste natürlich Bescheid. Sie hat tagelang auf den richtigen Moment gewartet. Als der Tag gekommen war, wusste ich, wann sie es versuchen wird. Sodass ich die Wärterin 10 Minuten vorher gefragt habe, ob ich ihr ein Eis mitbringen darf. Das heißt, einer von deinen 3 Fluchthelfern ist ins Gefängnis gekommen, weil er eine Leinwand geliefert hat und Farben für dich und hat dann die Bediensteten zu Boden geschlagen, sodass du flüchten konntest? Ja, einer meiner 3 Helfer hatte die Aufgabe, zur Tür zu kommen und mir die Farbe zu bringen. Er musste klingeln, damit die Tür geöffnet wird. Und auf mein Zeichen sollte er die Wache bewusstlos schlagen. Nicht so leicht, aber auch nicht so schwer, dass er ihn verletzt. Das hat er dann auch gemacht. Ich erinnere mich, wie ich herauskam. Ich gehe als Erste. Mein Freund hinter mir. Wir gehen sehr langsam. Das ist die Kontrolle, die Leute benötigen, die ernsthafte Taten begehen. Draußen warteten dann die anderen 2 auf Motorrädern. Mit denen sind wir dann abgehauen. Als ich nach dem Eis zurückging, hörte ich nach kurzer Zeit den Alarm. Ich wusste natürlich, dass das Zeichen ihrer Flucht war. Das wussten die anderen nicht. Dann ging das Chaos los. Panik, alles wurde abgeschlossen. Die Gitter fuhren runter. Wir wurden wieder und wieder gezählt. Die wussten ja nicht sofort, was passiert war und um wen es ging. Nach 9 Tagen war ich in Belgrad. Ich bin noch ein paar Tage in Athen geblieben, um alles Logistische vorzubereiten, denn ich musste über Nebenstraßen über die Grenze. Sie kann ihre Verfolger abschütteln. Für Olivera wieder einmal ein Triumph über das System. Von Einsicht und Reue weit und breit keine Spur. Im Gegenteil, sie fühlt sich als Heldin und lässt sich feiern. Als ich wieder vor meinem Wohnhaus stand, in dem ich geboren wurde, waren alle da. Ich steige aus dem Auto aus. Mein Ex-Mann hat die Fenster runtergefahren und die Musik bis zum Anschlag aufgedreht. Der Song hieß »Lass uns von vorne anfangen, meine Liebste«. Das war unglaublich. Und das Klatschen. Sie klatschten, alte Nachbarn, die sich freuen, die mich kennen, seitdem ich klein war, auch als Basketballerin. Sie kennen meine Eltern, sie feiern mich. Meine Leute, die von dieser Situation fasziniert waren und sich freuten. Ich war frei, eine von ihnen. Das war einer der ersten Eindrücke. Und der zweite war, als ich Nikola in den Arm genommen habe, als er vom Sommerurlaub kam. Das bedeutete mir die Welt. Er und ich vereint. Sie liebt ihren Sohn, ohne jeden Zweifel. Aber nach ihrer Vorstellung von Liebe. Und die hat scheinbar Grenzen. Olivera macht weiter, plant erneut einen großen Coup. Ausgerechnet und schon wieder in Griechenland. So viel zum Thema Liebe und Mutterrolle. Sie ahnt nicht, dass dies ihr endgültig letzter Raub sein wird. Der Ausstieg aus der Kriminalität ist so gut wie unmöglich. Es ist so schwer. Man muss wirklich seinen ganzen Stolz vergessen, sein komplettes Umfeld verändern, alle Kontakte abreißen und einen Weg einschlagen, der für viele Menschen sicherlich normal und richtig ist. Aber für Menschen wie mich ist er unbekannt und das macht uns Angst. Nach nur 3 Monaten kehrt sie zurück in das Land, aus dem sie geflohen ist und gesucht wird. Warum ausgerechnet dorthin? Die umgekehrte Psychologie sagt, dass du dorthin zurückkehren sollst, wo dich niemand sucht. Und das war eben Griechenland. Wenn jemand aus einem griechischen Gefängnis ausgebrochen ist und illegal über die Grenze nach Serbien ist, wer würde den schon zurückerwarten? Olivera Ćirković setzt auf das Überraschungsmoment, so wie bei ihren Überfällen. Zuschlagen, wenn niemand damit rechnet.